So, ich habe die Nacht hier drin verbracht. Und es ist nicht früh am Morgen, weil so weit schaffe ich es gar nicht aufzustehen. Es ist kurz vor 9. Und schaut euch mal die Suppe da draußen an. 120 Kilometer muss ich noch fahren. Die habe ich mir gestern Abend geschenkt und hier beim Kollegen im Hotel übernachtet. Ah, da sieht man mich, cool. Und jetzt fahre ich einfach mal weiter, muss die Karre tanken und gucken, was der Tag so bringt. War auf jeden Fall eine erholsame Nacht, trotz des Lärms. Nämlich, wenn man die Fenster zumacht, dann geht es sogar fast von der Lautstärke. Und es gibt hier eine Heizung, die funktioniert, deswegen ist es schön warm. Daher keine schlechte Sache. Wäre es nicht so teuer, würde ich häufiger so ein Zeug anstellen. So, und so verballert wie ich war, habe ich irgendwie alles vergessen. Und ich habe nicht mal eine Zahnbürste dabei. Also muss ich mir jetzt eine besorgen. Schaut euch mal die Suppe an. Ich habe 12 Jahre hier in Norddeutschland gewohnt. Mich wundert es nicht mehr, dass ich keinen vernünftigen Schulabschluss auf die Reihe bekommen habe, dauermüde war. Also wenn man sich hier diese Suppe anschaut, dann weiß man Bescheid. So, es gibt neue Schäden von der Fahrt. Hier wäre zum Beispiel ein schöner Steinschlag. Ebenfalls da. Und ich check mal hier die Werte vom Auto. Upsa, falsche Klappe. Machen wir mal so. Zuerst einmal Kühlwasser. Das sieht gut aus. Ist nicht wirklich was weggekommen. Dann hätten wir noch Öl. Habe ich vorhin abgewischt. Ist immer noch so viel da, wie ich gestern Abend nachgefüllt habe oder gestern vor der Fahrt. Das heißt, Öl hat er auch wenig verbraucht. Das bedeutet, ich werde nichts nachfüllen müssen. Und meine provisorische Ventildeckeldichtung hält halbwegs. Sogar das Öl vom Austreten. Der Ölfilter ist das erste Mal trocken in den Wagen seit Jahren. Das heißt, ich kann jetzt hier gemütlich weiterfahren. Und das werde ich noch tun. Ich habe ja Ziel versprochen, Küste. 80 Kilometer sind es noch bis zum Meer, beziehungsweise auch näher. Ich habe überlegt, ich fahre einfach über Wilhelmshaven nach Aurich. Dann seht ihr kurz das Meer, weil das wird die einzige Gelegenheit sein, dahin zu fahren. Ansonsten habe ich ja ein paar Sachen zu erledigen. Hier bin ich in Wilhelmshaven. Man betrachtet die wunderschönen Schornsteine und den Hochnebel. Das Wetter ist nicht besser geworden. Man wird nicht viel sehen. Und die Autobahn ist ja auch gleich hier zu Ende. Denn weiter kommt einfach nichts mehr. Also Wasser halt. Und auf dem Wasser kann ich hier mit diesen Dingen schlecht fahren. Und so wie gesagt, mein Plan ist nicht aufgegangen. An der Küste ist jetzt kein besseres Wetter wie auf dem Festland. Es war teilweise in der Gegend von Oldenburg freundlicher als hier. Und ja, ich guck mal, was ich jetzt mit dem Tag anstelle. Auf jeden Fall fahre ich vielleicht einfach nach Wilhelmshaven mal rein, da war ich ewig nicht mehr. So, hier sind wir. Autobahn zu Ende. A29 heißt, glaube ich, die gute Autobahn. Großartig viele Autos sehe ich hier schon länger nicht. Also hier kann man irgendwie perfekt Autorennen fahren oder so ein Quatsch. Ja, Ende in 800 Metern, dann kommt der MCA-Deport, aber da darf ich ja nicht rein. Und den braucht ja auch scheinbar kein Mensch, weil hier sind ja auch keine LKW oder sowas unterwegs. Ah, die Autobahn endet hier mit dem Kreisel. Früher gab es mal hier einen Strand, aber den haben sie jetzt dank des Hafens vernichtet. Hier bin ich angekommen, am Wasser. Das ist das Ende dieses Videos. Der Wagen hat es überstanden. Das ist die Kiste. Mach mal kurz Pause und genieße hier die apokalyptische Landschaft. Da hinten so ein Kraftwerk. Sieht man kaum im Nebel. Hier ein Güterbahnhof und eine Raffinerie. Das ist alles gigantisch hier. Da sind Ölterminals. Und da ist Wasser. Und ein Airbag vom Smart. Also, danke fürs Zuschauen. Ich beende mal das Video hier.
lasse das graue Wetter auf mich wirken, hoffentlich nicht zu lang. Ich bin ja nur wenige Tage hier. Und dann bis dann. Der sich ein, also das heißt Paper Cuts, also wenn man sich